Hallo Leute, willkommen zurück zu einem weiteren Tag in Minecraft. Letztes Mal haben wir da oben an unserem Vulkan etwas gearbeitet. Und ich denke, für den nächsten Schritt, da brauchen wir sehr viel Glas. Und was noch wichtiger ist, wir brauchen auch schwarze Farbe. Das heißt, irgendwann müssen wir eine Farm dafür bauen. Aber heute möchte ich hier an unserem Dach weiterarbeiten und mein initialer Gedanke war, ich mache das Dach aus Lehmziegeln und zwar auch mit Half-Slabs und das funktioniert gut, denn wenn ich einen Half-Slab oben habe, dann kann ich den Spalt unten mit Lehmziegeln füllen und das funktioniert dann gut mit den Wänden. Aber die Alternative ist wieder hinten beispielsweise ein Ziegeldach. Aber Ziegeldach haben wir schon zweimal in unserer Basis und dieser Deep Slate, den wir da hinten auf der Abszisse haben, schaut auch gar nicht so schlecht aus. Und mit Deep Slate hätten wir zusätzlich die Möglichkeit, dass wir da verschiedene Halbblöcke kombinieren können, was etwas mehr Struktur ins Dach reinbringt. Nun, ich denke, erster Schritt ist hier Dach auf die Seitenschiffe und dann müssen wir schauen, wie bekommen wir da das Gewölbe für innen drin hin und dann gibt es da auch noch ein Dach darüber. Also ich mache einen Fortschrittsrapport, wenn die Seitenschiffe bedacht sind. Also bis dann. Die Seitenschiffe sind nun auch überdacht und ich muss sagen, der Gedanke, das mit Deep Slate zu machen anstatt mit Mud Bricks, ziemlich gut, gefällt mir. Wir haben da doch etwas Variation reingebracht und dann mit ein bisschen Glowlitchen auch sichergestellt, dass da auf dem Dach nichts spawnen kann. Wie ihr sehen könnt, habe ich da die Wand an der Innenseite noch nicht ganz hochgezogen, denn unser nächstes Projekt hier ist quasi das Dach auf der Innenseite für das Hauptschiff und da für die Seitenschiffe, das sind ja einfache Tonnengewölbe und für die Mitte, da möchte ich eigentlich mehr so ein Kuppelgewölbe, Kreuzrippengewölbe und da muss ich noch die Dimensionen rausfinden. Das heißt, die Wände da auf der Seite gehen eventuell gar nicht bis ganz hoch oder nicht überall. Ich suche da mal was raus und dann machen wir das Dach des Hauptschiffs mit Lehmziegeln wie auf der Seite. Und das Dach, das wird dann wieder mit Deep Slate raufkommen. Die Kuppeln sind platziert und nun sehen wir auch, wo wir da die Wand auf den Seiten nach hochziehen müssen. Und hier dazwischen, da gibt es auch noch einen Spalt, den ich füllen muss. Und ganz hinten ist der Spalt etwas größer, denn da haben wir ja keine Kuppel, die da hinten anschließt. Und ich denke, das werde ich noch machen, aber ganz da vorne, das lasse ich für eine andere
Folge offen. Und da oben ziemlich dunkel, denn ich habe mir gedacht, eine Kuppel zu bauen ist einfacher. Ist ja nur eine Kugel, bis ich realisiert habe, ja, aber ich weiß zwar, wie breit ich hier sein muss, aber ich weiß nicht, wie groß die gesamte Kugel ist, denn wir haben hier ja quasi den oberen Teil oder den Querschnitt, das Rechteck von einer Kugel. Habe ich einfach mal hier die äußeren Bögen rund gemacht und dann alles dazwischen so nach Augenmaß ausgefüllt. Und vielleicht ist das nicht ganz optimal. Aber vielleicht platzieren wir etwas Glow Legion da ganz oben, dass wir etwas Beleuchtung haben. Aber durch das, dass es so schön dunkel ist, müssen wir das auch nicht allzu sehr ausgestalten. Die Spalten zwischen den Kuppeln sind nun auch gefüllt. So sind hier die Seitenwände bis oben durchgezogen und auch die Rückwand ist fertiggestellt. Mit etwas Lichtöffnung da am oberen Ende. Hier vorne wird es eine Zwischenwand geben, zumindest für die Seitenschiffe bis hierhin. Und das wird in dem Stil hier so in etwa sein. Und dann ist die große Frage, was kommt da oben rüber? Und die noch größere Frage, wie sieht die Fassade hier vorne aus? Da muss ich mir noch was überlegen. Aber wenn wir hier oben mal schauen, dann denke ich, wir müssen hier an dieser Stelle die Mauern etwas hochziehen, bis mindestens auf diese Höhe und dann können wir auch hier nochmals ein Dach darüber setzen, wieder mit Deep Slate, aber ich denke obendrauf nicht mit Half Slabs, sondern mit Treppen, so dass das Ganze etwas steiler wird und sich somit absetzt. Wie ihr sehen könnt, ist nun auch das Dach vollständig platziert, der obere Teil mit Treppen, sodass das Ganze etwas steiler wird. Momentan sieht es noch etwas kurios aus, da wir von hier vorne überall in die Zwischenräume reinblicken können, aber das werden wir sicher in einer der nächsten Folgen beheben können. Und das Gebäude ist inzwischen so hoch, dass der Vulkan dahinter völlig verschwindet, zumindest derzeit noch. Wenn wir dann irgendwann da noch den Glas, Rauch und Dampf oben drauf haben, ich denke, dann werden wir den wieder sehen über dem Dach. Aber für heute war es das erstmal. Hat mich gefreut und bis zum nächsten Mal. Tschüss!